Auf diesem Parkplatz am Kurt-Schumacher-Platz in Hanau-Kesselstadt verlor Willy Viorel-Paun sein Leben. 6 Menschen starben hier insgesamt, 3 davon im Kiosk von Kemal Kotschak. Seit 3 Monaten ist geschlossen. Der Geschäftsinhaber meidet den Ort, an dem er seinen Neffen Gökhan Gültekin und viele Freunde verlor. Diese Gegend ist tot jetzt momentan, ist vom 19.02. Blutbad jetzt zu einem Friedhof umgewandelt worden. Wie das weitergeht, alles fraglich. Wir haben alles verloren hier, was schön war. Draußen finden zwar Einkäufe statt, doch an einen normalen Alltag ist nicht zu denken. Sefta Akça, die sich mit ihrer Freundin Heike getroffen hat, war eine Nachbarin des Attentäters. Den Tag, den werde ich an sich so mein Lebtag nicht vergessen. Es ist einfach nur immer noch nicht vorzustellen, dass das tatsächlich passiert ist, dass das kein Traum, kein Albtraum ist. Ich habe Hanau eigentlich immer so wahrgenommen, dass es ein schönes Miteinander ist, also nie irgendwelche ausländerfeindlichen oder rassistischen Tendenzen gespürt. Deswegen hat es mich auch irgendwo in meinen Grundfesten erschüttert, weil ich mit sowas hier eigentlich gar nicht gerechnet habe. Nur 2,5 Kilometer entfernt, der Kurpark Wilhelmsbad, ein Ort der Erholung. Tatort und Tat scheinen weit weg und doch sind die Gedanken daran auch hier immer da. Man redet auf jeden Fall noch mit Freunden und Bekannten der Familie drüber. Also mir kommt es auch nicht vor, als wären es 100 Tage, sondern als wäre es wesentlich weniger. Ich finde es wichtig, dass man diese Erinnerung an die Menschen und auch an diese furchtbare Tat aufrechterhält. Ich finde es immer noch voll emotional, gerade wenn man jetzt im Fernsehen auf einmal seine Stadt sieht und immer damit in Verbindung gebracht wird irgendwie. Und es ist auf jeden Fall ein Gänsehautmoment jedes Mal. Also auch wenn ich am Marktplatz vorbeilaufe oder so, das ist schon komisch, immer noch. Und ich glaube, es wird auch noch ganz lange so bleiben. Der Marktplatz, wo heute wieder verkauft wird, fanden viele der Trauer- und Gedenkveranstaltungen statt. Wir waren hier gewesen an dem Trauertag abends, donnerstags, glaube ich, war das. Und dann war das richtig, richtig tief und fest. Ne? Und heute, ja, die Leute sind mit Corona mehr beschäftigt als mit allem anderen, denke ich im Moment. Jeder ist jetzt individuell besorgt und dann tritt meiner Meinung nach so ein Thema eben wie Fremdenfeindlichkeit, Rassismus vor den Sorgen des Einzelnen in den Hintergrund. Wird schnell vergessen. Insofern denke ich, dass nicht viel bleibt. Kemal Kotschak wird den Anschlag nie vergessen. Nie wieder wird sein Leben so sein wie vorher. Er befindet sich in psychologischer Behandlung. Finanziell ist er ruiniert. Er kann und will seinen Kiosk nicht wieder öffnen. Die Schlüsselübergabe wird diesen Monat passieren. Es ist extrem schwierig für uns, weil wir verlassen nicht nur diesen Kiosk. Wir verlassen ja alles zusammen hier. Wir verlassen ja unsere Geliebten hier drin, diese schönen Momente, diese Lachen, diese Reden, diese Austauschen. Wir verlassen ja alles. Es ist ja nicht nur so, dass jetzt der Kiosk zugeschlossen ist. Hier sind viele Sachen, andere Sachen geschlossen.